So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Dernwolf. Heute mal in Koblenz. Ist schon das zweite Video, was ich schon mache. Und wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen gehabt, wie es ist, wenn man neue Fähigkeiten sich aneignen möchte, wie es verlaufen kann. Und heute geht es mal darum, weshalb ihr eigentlich die neuen Fähigkeiten machen könnt. Also Fähigkeiten in Bezug auf Sympathie entwickeln und alles. Es ist keine richtige, soll man sagen, keine richtige Wissenschaft, aber ihr habt die Möglichkeit, durch bestimmte Techniken entsprechend Sympathie zu erhalten und besser mit Menschen in Kontakt zu treten. Weshalb solltet ihr das Ganze machen? Das ist nun hier die Einführung. Der erste Grund ist ganz einfach, relativ einfach. Wenn ihr beispielsweise Verkäufer seid oder irgendeinen kaufmännischen Beruf habt, oder eine Dienstleistung. Dann ist es vorteilhafter, wenn ihr diese Techniken erlernt, diese Modelle kennt, wisst, wie ungefähr Sympathie bei Menschen entsteht. Und dadurch bekommt ihr von Anfang an, also wenn ihr nicht in der Branche seid, einfach eine Art Kundenstammbaum. Dieser Kundenstammbaum kann dann entsprechend natürlich weiter ausgebaut werden. Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter und so fort. Ich muss jetzt etwas schneller reden, weil sonst schmilzt mein Eis. Der zweite Punkt ist, also wir haben jetzt glaube ich noch 5 Punkte, also der zweite Punkt geht darum, dass wir, jetzt können natürlich ein paar von euch sagen, ja, aber ich bin schon längst in der Branche drin, ich habe meinen festen Kundenstammbaum, es ist einfach für mich und so weiter und so fort, ja. Aber die Beziehung, die ihr zu diesem Kunden habt, das könnt ihr auch entsprechend durch diese paar kleine Modelle etwas verbessern und natürlich ja, weitere Kunden dazu gewinnen. Der dritte Punkt ist, wenn ihr beispielsweise mit verschiedenen Unternehmen arbeitet oder generell irgendwo unterwegs seid, dann könnt ihr dadurch mit den Menschen besser in Kontakt treten. Ihr habt dann entsprechend eine Unterhaltung, die nicht nur informell ist, sondern auch auf der Beziehungsebene, also es gibt ja so verschiedene Ebenen, etwas tiefergehend ist. Und es ist dann eigentlich egal, ob ihr jetzt mit dem Vorgesetzten redet oder ob ihr mit euren Praktikanten redet. Denn die Grundbausteine sind in etwa die gleichen. Nun geht es darum, der vierte Punkt ist, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ich habe nichts mit Kunden zu tun und ich möchte auch keine entsprechenden Fähigkeiten nachgehen. Ich bin einfach nur privat. Ja, wenn ihr privat unterwegs seid beispielsweise, habt ihr die Möglichkeit, dadurch bessere Geschäfte zu erzielen. Ihr könnt also bessere Geschäfte, eventuell noch bessere Dienstleistungen erzielen dadurch und Geschäftsbeziehungen knüpfen. Und der letzte Punkt ist für die Allgemeinheit, also sprich für diejenigen, die einfach in eine neue Stadt gezogen sind oder irgendwo umgezogen sind oder generell etwas versuchen, ein neues Leben aufzubauen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, entsprechend neue Bekannte zu finden, Freunde zu finden, also freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen. Eventuell eine Liebesbeziehung einzugehen, wenn ihr gerne möchtet. Das sind sozusagen die 5 Punkte, um die ihr entsprechend natürlich. Ich kann durchsprechen. Das sind die Punkte, die ihr entsprechend machen könnt. Im Grunde, also nochmal zusammenfassend, der erste Punkt ist, ihr könnt, wenn ihr im wenn ihr Verkäufer seid oder sonstige Dienstleistungen anbietet, dadurch einen Kundenstammbaum aus dem Nichts generieren. Der zweite Punkt ist, wenn ihr bestehenden Kundenstammbaum schon besitzt, habt ihr die Möglichkeit, dadurch mehr Kunden zu gewinnen oder sogar eure bestehenden Beziehungen zu euren Kunden zu verbessern. Der dritte ist derjenige, dass ihr dadurch mit den Kollegen und Vorgesetzten besser reden könnt. Auf jeden Fall ein Punkt. Und der fünfte war auf jeden Fall, dass ihr dadurch in eine neue Gegend ziehen könnt,
euch schnell Freunde, also schnell Freunde findet, eventuell eine Liebesbeziehung aufbaut und so weiter. Das waren die 5 Punkte nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denn hier in Koblenz ist es sonnig. Und, ja. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt weiter mein Eis essen.